Lean Coffee. Ich gucke immer noch in fragende Gesichter, wenn ich diesen Begriff Lean Coffee meistens inzwischen beiläufig verwende. Was steckt dahinter? Wir klären das gleich in meiner Sprechstunde. Ich freue mich auf dich. Ja, ciao. Schön, dass du auch wieder dabei bist heute. Willkommen bei den Agile Quickies, meiner Sprechstunde für dich rund um agile Fragestellungen und agile Krankheitsbilder. Mit Diagnosen, Empfehlungen, mit Tipps und Tricks für gesunde und erfolgreiche agile Unternehmen und deren Mitarbeiter. Von und mit, ich bin Dottore Böffi. Ja, zunächst mal, Lean Coffee ist keine besondere Kaffeeart, keine besondere Kaffeesorte. Ich bekomme zwar jetzt hier inzwischen als Moderator und Gründer der Xing Lean Coffee Gruppe immer wieder seit Jahren nett gemeinte Einladungen für Kaffeeverköstigungen. Das freut mich sehr, gerade ich als Kaffeetante, als Kaffeeonkel, aber es hat nichts mit einer besonderen Kaffeesorte zu tun. Ja, auch erstaunt war ich jetzt letzte Woche auf der Agile Cologne mit inzwischen über 160 Teilnehmern, sehr beeindruckend, dass aber auch da nicht wenige den Begriff Lean Coffee noch nie gehört hatten. Und gerade da in der Agile Community dachte ich eigentlich, dass der Begriff inzwischen allseits bekannt ist. Aber man merkt auch hier wieder, wie schnell ich jetzt hier betriebsblind geworden bin nach inzwischen 125 Lean Coffee Colognes, nach 125 Veranstaltungen hier in Köln und auch unzählige andere öffentliche Lean Coffees oder unternehmensinterne Lean Coffee Veranstaltungen, die ich halt selber veranstaltet, moderiert habe oder als Teilnehmer teilgenommen habe. Ja, was ist drin für dich in meiner heutigen Sprechstunde? Was ist Lean Coffee? Wie funktioniert das denn? Und welche Themen werden denn so in Lean Coffee behandelt? Wie immer zum Abschluss meine 5 Tipps für dich mit einem kleinen passenden Zitat. Mehr dazu gleich in der Sprechstunde. Ich freue mich auf dich. Ja, auch schön, dass du hier dabei bist. Zunächst mal, was ist nun Lean Coffee? Es ist ein sehr kurzes, fokussiertes Treffen. Man trifft sich jetzt mal salopp auf 1-2 Tässchen Kaffee, manchmal auch je nach Tageszeit auf ein Kölsch oder auf ein Alt. Es ist häufig so eine fokussierte Stunde, länger nicht. Und doch diskutiert man sehr strukturiert und effektiv und effizient Themen, die die Teilnehmer mitbringen. Und das ist das Wesentliche, die Agenda, die wird spontan im jeweiligen Treffen, im jeweiligen Veranstaltungstermin von den gerade anwesenden Teilnehmern zusammengestellt. Wer hat es erfunden? Ja, es war nach meiner Kenntnis Jim Benson und Jeremy Lightsmith 2009 in Seattle. Die waren auf der Suche nach einer leichtgewichtigen Planungsalternative gegenüber den sonstigen sehr schwergewichtigen Konferenzorganisationen. Das ist halt immer sehr viel Arbeit. Und die suchten einfach nach einer leichtgewichtigen Lean-Methode, wie man sowas halt besser und leaner machen konnte. Ja, und inzwischen gibt es dazu weltweit unzählige Lean Coffees europaweit, hier in Deutschland, in Köln, Umgebung, Rheinland und so weiter. Wie funktioniert Lean Coffee? Es ist absichtlich sehr einfach gehalten. Das ist ein Treffen, was im Café stattfindet, in der Kaffeeküche, im Meetingraum. Es kann ganz spontan einberufen werden oder ja auch als, wie bei uns in Köln, als regelmäßige wöchentliche Veranstaltung. Bei einigen vielleicht monatlich, bei uns ist es wöchentlich. Dann organisiert werden. Man kann das oft mit einem Moderator begleiten, gerade wenn dieses Lean Coffee Format bei den anwesenden Teilnehmern noch nicht so bekannt ist. Wenn das später mal eingespielt ist, dann kann man das auch ohne Moderator machen, weil da genügend Selbstorganisation dann dafür, dass das gut durchgeführt wird. Wenn es mit dem Moderator gemacht wird, dann wird er sicherlich in aller Regel ganz zu Beginn eine kurze Einführung geben, wie das Ganze funktioniert. Was brauchen wir? Wir brauchen ein paar Zettel, wir brauchen Stifte für die Teilnehmer und wir brauchen eine Wand, die wir dann entsprechend für die Zettel nutzen. Jeder Teilnehmer, der wird eingeladen, ein Thema auf einen konkreten Zettel zu schreiben.
Wenn wir jetzt nicht viele Teilnehmer haben, dann kann man auch mehrere Themen und Zettel für einen Teilnehmer nehmen. Allerdings bei dem einstündigen Format, wenn das zu viele Themen sind, dann macht das irgendwann keinen Sinn mehr. Ja, an der Wand wird dann ad hoc so ein Personal Kanban Board erstellt. Das werde ich mal im Beipackzettel verlinken. Es geht letztendlich darum, dass wir drei Spalten haben. Wir haben eine To-Do-Spalte, wir haben eine Doing-Spalte und wir haben eine Done-Spalte. Das entspricht also die To-Do-Spalte. Das sind die Themen, die wir sammeln. Die ist auf der linken Seite. In der Mitte ist dann jeweils das Zettelchen, was gerade besprochen wird. Und in der Done-Spalte laufen dann die Zettel ein, die dann nach und nach besprochen und diskutiert worden sind. Jeder Teilnehmer, wenn er ein Zettelchen hat, platziert dann in der linken Spalte, in der Themenspalte, in der To-Do-Spalte sein Zettelchen mit dieser Überschrift. Und da gibt es so ein, zwei knackige Sätze, damit die Teilnehmer so wissen, was er hinter dieser Überschrift, die er doch notiert hat, so vielleicht meint. Aber auch nicht mehr, weil das Thema, wenn es drankommt, ja ausführlich besprochen wird. Also bitte nicht den Fehler machen, am Anfang schon zu viel dafür zu erzählen. So viel, dass da Interesse und Klarheit besteht dann. Wenn alle Zettel so zusammengekommen sind, dann geht aus den Teilnehmern heraus, wird dann so ein Voting gemacht, so ein Dot-Voting. Da kann man so zum Beispiel mit Pünktchen, mit einem Stift, kann man so 1, 2, 3 Pünktchen auf eine Karte schreiben. Oder diese drei Pünktchen können auch auf mehrere Zettel verteilt werden, so wie halt die Interessens- und Stimmungslage zu diesen Themen aussieht. Der Moderator geht dann hin, sortiert die nach Pünktchen, also die mit den meisten Pünktchen, die kommen nach oben, die Karten, und mit weniger Pünktchen, die werden dann nach unten wegsortiert. Und so kommt halt dann eine sehr spontane Agenda zusammen, bezogen auf den Teilnehmerkreis, der gerade an dem Tag oder an dem Morgen dann sich zusammenfindet dann. Ja, es wird also nichts auf Verdacht irgendwie vorbereitet und geplant, und dann passen nachher die entsprechenden Teilnehmer vielleicht gar nicht zu dieser vorbereiteten Themenmenge. Die Teilnehmer erstellen die Agenda. Ja, dann der oberste Zettel wird dann genommen, der mit den meisten Punkten, auf die mittlere Spalte in Besprechung, also Doing, gesetzt, und dann wird genau 10 Minuten lang darüber diskutiert. Es wird sich ausgetauscht, Fragen gestellt, Antworten gesucht, Überlegungen dazu getroffen. Nach diesen 10 Minuten wird dann auch ganz lean und effizient abgestimmt mit dem Daumen. Ja, wir haben noch Interesse weiter zu diskutieren. Ich schließe mich der Mehrheit an, der Mehrheitsdaumenregelung, oder Daumen nach unten heißt, ich habe jetzt für das Thema genug und ich brauche da jetzt keine weitere Verlängerung. Wenn genügend Daumen zusammengekommen sind, im positiven Sinne, dann wird nochmal 5 Minuten verlängert. Und nach den 5 Minuten kann man dann nochmal so ein Daumenvoting machen und kann überlegen, ob dann immer noch genügend Spannung in dem Thema drin ist. Wenn nicht, dann wird das Thema in die Dann-Spalte, also wir sind fertig mit diesem Thema für den heutigen Morgen oder für den Veranstaltungstag. Und dann kommt das nächste Kärtchen, was dann dementsprechend dann die meisten Stimmen hat. Und es beginnt das wieder von vorne. Die Themen werden also nach und nach aus der linken Spalte auf die Besprechungsspalte gezogen und dann später in die Dann-Spalte eingesammelt. Das Ganze geht unheimlich schnell. Das ist ja nur eine fokussierte Stunde. Es kommen häufig gar nicht so viele Kärtchen dran, aber die für den Moment, für den Teilnehmerkreis, die wichtigsten, diese Kärtchen werden halt dann, oder die Themen, die hinter den Kärtchen stehen, die werden halt besprochen. Welche Themen werden behandelt? Es ist halt viel, viel mehr drin als nur Lean. Auch wenn das im Original 2009 mal mit dem Thema Lean begonnen hatte und man hatte sich dort vorgestellt, dass man so Lean für Wissensarbeiter so als Klammer für diese Veranstaltung nahm und dementsprechend das Ganze auch Lean Coffee, einen Kaffee trinken, wo man Lean Themen dreht, besprochen hat und definiert hat. Ja, das resultiert halt heute auch zum häufigen Irrtum, dass man immer nur Lean Themen, also Lean Development Themen bespricht. Es hat halt mehr mit Lean als mit Lean zu tun. Da können alle möglichen Themen gedreht werden. Ursprünglich waren es halt mal nur Lean-Themen. Heute ist das eigentlich ein ganzes Themenspektrum. Und so wie man das systemisch so betrachtet, derjenige, der einlädt, derjenige, der moderiert, der zieht auch automatisch so aus seinem Community- und Anwenderkreis, zieht er auch einfach auch diese Themen heran. Das ist so bei mir gewesen. Ich habe beim Lean Coffee Cologne, das habe ich 2013 gestartet, ich komme halt aus der agilen und Scrum- und Kanban-Ecke. Dementsprechend habe ich dann einfach Teilnehmer angesprochen und zusammengezogen, die sich mit den Themen Agilität, Agile, agiles Produktmanagement, agiles Projektmanagement, agile Unternehmensführung, das Thema Agile Transitions,
Scrum in den ganzen Schattierungen halt beschäftigen. Wir haben uns beschäftigen uns mit Software-Kanban, mit Extreme Programming, aber natürlich auch mit Lean. Klar, das gehört auch irgendwie dazu, aber das liegt halt in diesem ganzen Themendunstkreis von Agile und Co. dann. Auf den ja diversen Scrum-Tischen aufgrund der Themengebung Scrum, da wird man sich halt häufig über Scrum-Themen, alles drumherum, Scrum und Co. austauschen. In den letzten Jahren wurde ich dann immer mal wieder angesprochen, kann man nicht mal so themenfokussierte Lean-Coffees machen, also jetzt nichts mit Agile zu tun haben, mit Scrum und so weiter, sondern dem ein spezielles Thema verfolgen als Dachthema. Und so haben sich also jetzt zum Jahreswechsel 2015, 2016 so die ersten Gruppen gebildet für Quality Assurance, für Testing, so qualitätsgetriebene Lean-Coffees. Und jetzt nächste Woche Mittwoch, am 16.03.2016, da findet also erstmals ein Kickoff statt für einen Lean Coffee für Gründer, für Jungunternehmer, für Start-up-Leute. Und dort reden wir und alles so Themen, die ja um Gründungsthemen wollen wir uns dann austauschen und spontane Themen, akute Themen, die halt mit dem Thema Gründung irgendwie zu tun haben. Dann. Das werden wir also jetzt ab nächster Woche dann machen. Es gibt also insgesamt keine Themenbeschränkungen. Die Teilnehmer mit ihren eigenen Interessensgebieten, die bestimmen letztendlich das, was doch thematisch und in ihrer Vielfalt besprochen wird auf so einem Lean Coffee. Ja, das war's bereits. Kommen wir zum Abschluss. Meine 5 Tipps für dich, wie immer, meine Zusammenfassung und auch ein passendes Zitat zum heutigen Thema. Ich freue mich auf dich. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Kommen wir zum Abschluss. Meine Tipps für dich und auch für die vielen Fragesteller beziehungsweise für die vielen Fragezeichen oder fragenden Gesichter, mit denen ich über Lean Coffee spreche. Erster Tipp, Lean Coffee, das Format, ist so eine Art agiles Tool, Agile Tool. Ich hatte das in der letzten Sprechstunde besprochen, da ging es ja um das agile Tool. Und da kann man sicherlich auch das Lean Coffee Format zu zählen, dass das mit zu den inzwischen wichtigsten agilen Tools geworden ist im Sinne eines Moderationsformates dann. Mein zweiter Tipp, achte als Moderator darauf, dass die Timeboxen auch wirklich eingehalten werden. Also diese erste Timebox von 10 Minuten und dann die jeweils 5 Minuten Nachschlagstimebox, die es dann gibt. Sonst artet das zu einer Laberei aus. Ne? Also schneide kein das Wort ab, aber du kannst so eine kleine dezente Geste machen, so dass der sich gerade in so einen Satz reingeschworen hat, dass er dann vielleicht mal anfängt aufzuhören. Dann. Dritter Tipp, diese Spieluhren, die Sanduhren, es gibt diese in 10- und 5-Minuten-Schritten, die gibt es so im Spielwarenbedarf, die sind ganz gut. Beziehungsweise jetzt hier von diesen Timetimern, die kann man dafür vielleicht für nehmen. Oder das sind diese Countdown-Uhren, hier hinten im Hintergrund sieht man noch eine so mit einer Magnethaftung fürs Whiteboard. Oder halt die Handy-Apps, ne? Da gibt es also viele Möglichkeiten. Mein vierter Tipp, einfach dann, wenn du spontan merkst, ein Meeting ist gerade so ein bisschen sperrig und es ist so ein bisschen zerlaufen, diffus, wende einfach mal ganz spontan das Lean-Coffee-Format an, erkläre es kurz, wie es geht und schon kannst du relativ schnell so eine sehr fokussierte Art der Moderation nutzen dann. Einfach mal probieren. Ich habe das letzte Woche noch beim Moderationsformat bei einem Meeting gemacht. Das zerfaserte auch in allen Himmelsrichtungen. Wir wussten gar nicht so richtig, wo wir weiter erklären und diskutieren und austauschen durften. Ich habe dann schnell das Lean-Coffee-Format vorgestellt und wunderbar haben wir uns sehr fokussiert und effektiv dann dadurch bewegt durch die ganzen Themen. Mein fünfter Tipp, aus der Erfahrung heraus, mehr als 15 Teilnehmer, dann wird das Format ein bisschen sperrig, gerade mit dieser einen Stunde und dann noch mehr als 15 Teilnehmer, das fühlt sich nicht so gut an. Wir haben schon mal mit 25 Teilnehmern experimentiert, ich weiß, bei einem Scrum-Tisch, da haben wir auch mal mit mehr als 40 Teilnehmern Lean-Coffee-Format ausprobiert. Da würde ich dann lieber so ein Alternativformat, zum Beispiel Open Space oder irgendetwas anderes nutzen. Dann. Also bis 15 Teilnehmer fühlt sich das Ganze noch irgendwie natürlich an. Darüber hinaus sollte man das irgendwie mit einem anderen Format machen, gerade wenn man diese globale Timebox von einer Stunde hat. Ja, meine Zusammenfassung für heute, mein Rückblick als erstens Veranstalter, als Moderator, natürlich auch als Teilnehmer
von inzwischen ja mehreren hundert Lean Coffees und dementsprechend mehr als ja, mehrere tausend Menschen, die ich da inzwischen wahrnehmen durfte. Wenn du so ein Treffen benötigst, wo nicht gelabert wird, was sehr fokussiert ist, was fokussierte Diskussionen haben soll, was einen konzentrierten Austausch in sich trägt und auch schnelle Ergebnisse bringen soll. Das Lean Coffee Format eignet sich dafür sehr, sehr gut. Probiere es einfach mal aus. Es ist also, wie eben gesagt, mehr als Lean und Coffee da drin. Passend heute zum Thema Fokussierung, was sich mit dem Lean Coffee ja gut ergänzt, ein japanisches Sprichwort. Wer zwei Hasen zur gleichen Zeit verfolgen will, der fängt keinen. Dementsprechend auf mehreren Hochzeiten tanzt man nicht und so weiter. Das kann man also mit diesem priorisierten Lean Coffee Format sehr gut organisieren. In dem Sinne für heute wieder meine Empfehlung an dich. Sei bitte vorsichtig. Agile Selbstmedikation kann für dich und deine Kollegen, aber auch für eure Projekte, für eure Produkte, für deine Firma, vielleicht auch für deine Kunden sehr ungesund sein und irreversible Schäden verursachen. Für Risiken und Nebenwirkungen frag bitte wie immer den Agile Coach und Berater deines Vertrauens. Wenn du Fragen noch hast, hier zu diesem Thema oder sonstige, einfach her damit per E-Mail, per Social Media, hier unten per Kommentare. Wenn dir die Sprechstunde gefallen haben sollte, würde ich mich freuen. Erzähl es bitte einfach rum. Erzähl es deinen Kolleginnen und Kollegen, deinen Chef vielleicht, deinen Kunden und teile und like es einfach in deinen sozialen Netzwerken. Auch das würde mich sehr freuen dann. Also, bis zum nächsten Azure Quickies, meiner Sprechstunde für dich rund um agile Fragestellungen und agile Krankheitsbilder mit Diagnosen, mit Empfehlungen, mit Tipps und Tricks für gesunde und erfolgreiche Unternehmen und deren Mitarbeiter. Und denk immer dran, hab immer Spaß bei dem, was du gerade tust. Ich freue mich auf dich. Ciao, dein Dottore Böffi.